Das Wort hat der Kollege Paul Schäfer für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Bombenangriff von Kunduz am 4. September 2009 war eine Zäsur der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dass ein Bundeswehroberst den Befehl zu einem Luftangriff gibt, bei dem über 100 Menschen, darunter überwiegend unschuldige Zivilisten, umkommen sollten, das war außerhalb des Denkhorizonts der deutschen Öffentlichkeit. Das hat viele aufgeschreckt, viele entsetzt, und es ist gut so, dass sich die Deutschen auch über 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges so schwer tun, einer Politik zu folgen, die uns wieder zu militärischen Tätern macht. Man hat das auch Kultur der Zurückhaltung genannt. Für mich schließt das den Begriff der Empathie ein. Das Mitgefühl mit den Opfern, ihren Angehörigen und Freunden. Deshalb stand für uns, für die Linke, aber auch für viele andere, neben der Pflicht zur Aufklärung immer auch im Zentrum, nicht die afghanischen Opfer der Bomben zu vergessen. Schuld einzugestehen durch die Verantwortlichen ist heute nicht geschehen. Die betroffenen Familien, die in großer Armut leben, angemessen zu entschädigen, ist heute nicht geschehen. Leider wurde auch unser Vorschlag, am Jahrestag der Bombennacht von Kunduz hier im Bundestag der Toten zu gedenken, abgelehnt. Diese Wunde bleibt. Meine Damen und Herren, was die Öffentlichkeit viele Menschen damals auch aufgewühlt hat, waren nicht nur die Bomben, die Toten, Menschen, die sich quasi in Luft aufgelöst haben, sondern auch der Umgang mit diesem Ereignis. Es war doch damals mit Händen zu greifen, dass die Wahrheit immer nur scheibchenweise ans Licht gekommen ist, dass Dinge vorenthalten werden sollten. Und der Versuch, möglichst rasch zur Tagesordnung überzugehen, wäre ja fast gelungen, wenn nicht Nachrichtenmedien im Oktober, Ende Oktober mit neuen Enthüllungen nachgelegt hätten. Man muss sich daran noch mal erinnern. Die Bundeskanzlerin hatte am 8. September hier im Bundestag versprochen, rückhaltlos vollständig aufzuklären. Dieses Versprechen ist bis heute uneingelöst. Wir sind, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses zu klaren Bewertungen gekommen. Wir sind davon überzeugt, dass der Luftangriff vom 4. September 2009 gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen hat und dass er deshalb nie hätte stattfinden dürfen. Oberst Klein hätte alles tun müssen, um definitiv auszuschließen, dass sich am Angriffsort Zivilisten befanden. Davon kann aber keine Rede sein. Die Frage nach dem Verbleib der besonders schutzbedürftigen, weil verschleppten Lkw-Fahrers allein zu ignorieren, schon das war fahrlässig. Aber auch das stete Kommen und Gehen einer großen Zahl von Menschen, um Benzin aus den Tanklastwagen abzuzapfen, sprach gegen die Annahme, seien keine Zivilisten. Oberst Klein hätte zwingend vor dem Angriffsbefehl Tiefflugaktionen der Piloten anordnen müssen, ich rede vom Völkerrecht, um die Zivilisten auf der Sandbank vor einem Luftangriff zu warnen und ihnen die Gelegenheit zu geben, den Ort unverzüglich zu verlassen. Das sind völkerrechtliche Gebote. Und das ist nicht geschehen, weil das Ziel des Bombenabwurfs ja gerade war, den lokalen Taliban-Führern und den vermeintlichen Aufständischen einen, so hieß es ja, einen vernichtenden Schlag zu versetzen. Das war das Kalkül. Und dass die Bundeswehrführung sich intern und in ihrer Beratung des damaligen Ministers dieses Kalkül zu eigen gemacht hat und damit den Luftschlag gerechtfertigt hat, hat die Sache wahrlich nicht besser gemacht. Im Gegenteil. Und das haben wir im Untersuchungsausschuss auch herausgefunden. Wir konnten uns auch in dieser Bewertung nicht zuletzt auf den NATO-Untersuchungsbericht stützen. Er enthält alle wesentlichen Fakten, auch klare Hinweise auf die gravierenden Regelverstöße durch Oberst Klein. Und er macht keinen Hehl daraus, dass ohne unmittelbare Gefahr für die Bundeswehr, auch afghanische Zivilisten, ohne ausreichende Klärung, wer durch die Bomben getroffen werden würde, der Angriffsbefehl nicht hätte gegeben werden dürfen. Es ist ein Trauerspiel, dass dieser COM-ISAF-Bericht weiter top secret ist, lieber Kollege Brandt. Die Bundesregierung hat da lang mit dem Finger auf die NATO gezeigt. Peinlich nur, dass durch den Untersuchungsausschuss herauskam, und das kann man dort nachlesen, dass das deutsch geführte PRT Kunduz auch daran beteiligt war, an der Geheimeinstufung festzuhalten. Das ist doch bemerkenswert. General Rams war einer der Zeugen, zeitweilig ranghöchster deutscher Offizier bei der NATO. Er hat als Zeuge ausgesagt, seine Schlussfolgerung nach der Lektüre des COM-ISAF-Berichts sei gewesen: Ich empfehle die gerichtliche und disziplinare Untersuchung des Vorfalls. Das war die Meinung eines führenden Militärs. Wie ist die Bundesregierung damit umgegangen? Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Kämpfe und dieses Ereignis am Kunduzfluss
hat man die Weichspülterminologie aufgegeben. Seit Oktober 2009 sprechen wir vom Krieg in Afghanistan. Man mag das als Anerkennung der Realitäten ansehen, aber es geht um mehr. Krieg und Kriegsopfer gehören zusammen. Und wenn schon Krieg ist, dann ist auch mehr erlaubt, also auch verschärfte Angriffshandlungen. Und ein Oberst, der gegnerische Kombattanten nach seinen eigenen Worten vernichten will, den zu belangen, das wird dann schwierig. Und man konnte davon ausgehen, dass eine auch politisch aufgestellte Generalbundesanwaltschaft, und da braucht man die Augen nicht zu verschließen, schon für den Rest sorgen würde, auch mal hilfreich zur Seite stehen würde. Und genau das ist im vorliegenden Fall passiert. Das Verfahren wurde nach 5 Wochen eingestellt. Nach 5 Wochen. Ja. Die Bundeswehr hat gegen Oberst Klein ein förmliches Disziplinarverfahren erst gar nicht eingeleitet. Und hier scheint ein Grundmuster auf, das überaus kritikwürdig sein. Es mag ja sein, dass eine Staatsanwaltschaft der Meinung ist, eine strafrechtliche Verurteilung ist nicht zu erwarten. Aber die disziplinare Würdigung ist etwas anderes und sie darf nicht einfach an diese Strafverfolgung oder eine unterbleibende Strafverfolgung angehängt werden. Gravierende Verstöße gegen NATO-Regeln zum Beispiel, und die liegen eindeutig vor, sind zu ahnden, wenn man nicht riskieren will, dass das schlechte Beispiel Schule macht. Es kann doch nicht sein, dass schlampiges Waffenreinigen geahndet wird und ein tödlicher Waffeneinsatz, der in der heutigen Bundeswehrführung auch als Riesenfehler eingestuft wird, mit Beförderung belohnt wird. Das kann nicht sein. Die Bundeskanzlerin hat am 8. September 2009 davon gesprochen, dass durch Kundus wie in einem Brennglas die grundsätzlichen Fragen sichtbar werden, die wir uns seit Beginn des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan immer wieder stellen müssen. Wohl wahr. Dazu gehört auch, ob sich die Bundeswehr an einer solchen Form der offensiven Aufstandsbekämpfung beteiligen soll, wie sie im Norden stattfindet. Man hat ja schon seit Beginn 2009 gesagt, ja, man müsse sich jetzt wehren. Dann kam Kundus. Und für die politischen Entscheidungsträger schien es dann vor allem darum zu gehen, wie kann man den allzu bohrenden Fragen nach der Sinnhaftigkeit des Einsatzes an der Heimatfront, wie kann man denen begegnen? Und das ist der kritische Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn die Hauptsorge ist, ob die Truppe noch angemessen kriegerisch funktioniert und dies die Bedenken, ob die völkerrechtlichen und rechtlichen Schranken zur größtmöglichen Schonung der Zivilbevölkerung auch strikt beachtet werden, wenn das in den Hintergrund drängt oder überlagert wird, dann sind wir auf der schiefen Ebene. Und deshalb gilt es an dieser Stelle innezuhalten und umzukehren. Und genau das ist das, was gemacht werden muss. Die entscheidende Schlussfolgerung, die Linke aus dem 4. September zieht, lautet: Krieg darf kein Mittel der Politik mehr sein. Danke.